Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem neuen Video. In dem Video zeige ich euch, wie ihr das neue Nvidia Pack bekommt. Vorab, wenn ihr mich nicht als Creator eingetragen habt oder mich gerne unterstützen möchtet, könnt ihr einfach im Ingame Shop in Fortnite meinen Creator Code eingeben. Der lautet einfach ASMR-Champy. ASMR einfach, weil ich damals im Stream mit meinen Zuschauern aus Spaß den ASMR Clan Tag alle mal reingemacht haben und ich wusste leider nicht, dass der Ingame-Name, der Creator-Code-Name, das der Creator-Code wird. Aber wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, könnt ihr gerne diesen Code benutzen. Auf der Xbox, auf der PlayStation und auf der Nintendo Switch gab es jetzt schon die Packs für die jeweiligen Konsolen. Jetzt gibt es das erste PC-Pack in Kooperation oder in Zusammenarbeit von Fortnite und Nvidia. Das Pack gilt für die Grafikkarten GTX 1070 Ti, GTX 1070 und 1060. In dem Pack bekommt ihr dann halt, wenn ihr die Grafikkarte kauft, bekommt ihr 2000 V-Bucks, einen Skin, einen Gleiter, eine Spitzhacke, ein Rückenaccessoire und halt die 2000 V-Bucks noch. Falls du jetzt aber einen ganzen PC kaufen möchtest, nicht nur eine Grafikkarte, weil du vielleicht überhaupt noch gar keinen PC hast, kannst du auch jetzt fertiggestellte PCs bei Nvidia kaufen, beziehungsweise bei den Partnern von Nvidia. Die haben fertig gebaute PCs jetzt mit den jeweiligen Grafikkarten und zu diesem PC mit der ausgewählten Grafikkarte bekommst du dann natürlich auch das Fortnite Pack. Wie es bei den neuen Grafikkarten ist, also den ganz neuen RTX 2070 und 2080 und 2080 Ti, glaube ich, weiß man noch nicht. Ich denke nicht, dass es das Pack auch für die Grafikkarten geben wird, da ich denke, dass Epic Games das einfach für die Mittelklasse halten möchte, wie halt die 1060, 1070 und 1070 Ti, da die 2080 ja irgendwie bei 1000 oder 1200 Euro liegt und sich das kein Normalverdiener oder kein, ich denke, eigentlich kein Fortnite-Spieler kaufen würde. Meine Empfehlung an dieser Stelle wäre, wenn du dir wirklich eine Grafikkarte kaufen möchtest, deine Grafikkarte aufrüsten möchtest und gut zocken möchtest, vielleicht auch streamen oder aufnehmen möchtest mit der Grafikkarte, kauf dir eine GTX 1060, die reicht komplett dafür aus. Wenn du ein bisschen mehr ausgeben möchtest und auch mehr Performance haben möchtest, sei es, du willst auf dem 144 Hz Monitor spielen und streamen, dann kauft ihr auf jeden Fall die 1070 Ti. Die 1070 kann ich jetzt eher nicht so empfehlen. Da, wenn du schon Aufpreis zahlen möchtest, würde ich die 50 Euro Unterschied zwischen 1070 Ti und 1070 einfach zahlen, da du dadurch viel mehr Performance bekommst. Wenn du überhaupt gar keinen PC hast oder dir einen neuen PC kaufen möchtest, würde ich dir allerdings nicht raten, einen Fertig-PC zu kaufen, da es heutzutage nicht mehr schwer ist, einen eigenen PC zu bauen. Das heißt, wenn du dir eben PC kaufen möchtest, ist es viel günstiger, dir einfach die PC-Teile zu kaufen, den YouTube-Video anzugucken und es zusammenzubauen. Das ist auch nicht mehr schwer. Also würde ich das eher empfehlen, dir die Karte so zu kaufen und dann PC selber zusammenzubauen. Wenn du gar keine Ahnung hast von PCs und auch da gar keinen Bock drauf hast, dann kannst du natürlich auch einen fertig gebauten PC kaufen. Und wenn ihr das Bundle haben wollt, aber jetzt eigentlich keine neue Grafikkarte braucht, auch keinen neuen PC braucht oder überhaupt kein PC braucht, würde ich auf keinen Fall empfehlen, irgendwie PC zu kaufen oder eine Grafikkarte zu kaufen, nur um das Bundle zu haben. Außerdem wurde jetzt noch ein Frauenskin geleakt. Was mit dem auf sich hat, ob es für eine andere Grafikkarte gilt, der Skin, oder ob es vielleicht für die AMD-Grafikkarten ist, denke ich eher nicht. Ich denke einfach, dass der Frauen- oder der weibliche Skin einfach in den Shop kommt und man sich den einfach so kaufen kann und dass nur der männliche Skin mit der Hacke und dem Gleiter exklusiv sein werden. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dir hat das kleine Video gefallen zum neuen Pack. Falls ja, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen und ciao.